Ja, grüßt euch Leute, moin. Wir sind auf einem kleinen Abstecher. Ich bin hier gerade in der Nähe von Senftenberg, Cottbus, und wir wollen uns mal anschauen, ob wir einen kleinen Bunker finden. Bunkerchen, Vermeldebunker der DDR. Und wie man hier sehen kann, wir befinden uns hier auf dem Waldweg, wo auch nur auch, ich meine, die DDR-Platten, die Plattenstraßen sind aus Betonplatten. So, schauen wir, ob wir reinkommen und was uns da erwartet. Dann kommt mal mit. So, wir haben erstmal wieder den Sperrdraht oder den klassischen Zaun von militärischen Objekten. Und da kann man schon was sehen. Ja, schauen wir mal, ob wir dann Milch reinfinden. So Leute, hier haben wir den Eingang eines Bunkers. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Da oben ist auch ein Ablaufrohr. Na Leute, hier ist nur ein USB mit Schlafgelegenheiten. Die Betten sind schon weg. Die Luftversorgung ist auch weg. Noch ein Teil der Filteranlage. Schnellverschlussklappe. Leute, das ist eine neue Sache, die ich habe. Das ist grünes Licht. Das fällt nachts kaum auf. Also es ist, man kann sehen, wo man hintritt, aber man wird selbst nicht unbedingt so gesehen. Es ist relativ schwach, aber noch genug, um damit auch durch einiges Gehölz durchzukommen, wie ihr seht. Das sieht fledermausmäßig zugemacht aus, aber ja, das haben schon mehr Leute offen gemacht. Das ist hier der typische, ja, Fledermausbau. Ja, ich würde sagen, wir krabbeln mal rein. So Leute, wir sind drin. Und schauen uns die Geschichte jetzt mal an. Dieser Geruch nach Sprit. Das ist wie gesagt ein NVA-Bunker oder ein Bunker der DDR. Kann ein Zivilschutz gewesen sein. So wie es aussieht, hat der Bunker zwei Etagen. Und hier, warum der Geruch kommt, das scheint mir so eine Heizung zu sein oder was auch immer, Kühlwasserbehälter. Wie gedacht, zwei Etagen. Voller Graffiti. So, hier haben wir dann die lufttechnische Einrichtung, die Anlage. Ist sogar noch einiges mehr erhalten, als ich dachte. Es wurde also noch nicht alles geklaut.
Das gibt's ja in jedem Bunker in Latrine. Und hier war das Scheißhaus. Belastung 500 Kilopond pro Quadratmeter. Okay. Wasser läuft aber auch nicht mehr, Leute. Tja, ich muss gerade. Leitung FSA, DH-Besetzung. Nachrichtentechnischer Betriebsraum. Okay. Hier liegt jede Menge Dämmmaterial rum. Leute, hier, die Stimme ist auch ganz leise hier. Alles sehr gedämpft. Ich gehe mal davon aus, dass hier eine Nachrichtenzentrale war. So, der Bunker sieht ziemlich gerockt aus, sage ich ganz mal offen. Auch hier eine Dämmung. Und da unten sehe ich schon, das seht ihr jetzt nicht, da unten steht die näher, die Netzersatzanlage. Wir werden gleich mal sehen, was wir da runterkommen. Ich gehe davon aus, dass hier überall Senderäume waren, Sendeanlagen. Ja, Leute, so wie es aussieht, ist das hier eine zivile Einrichtung gewesen, also nicht NVA, sondern vermutlich eine Kommunikationseinrichtung, ein Funksendeamt, ich vermute mal der deutschen Post. Steht zu vermuten, weil die auch für die Kriegsfälle gerüstet waren mit unterirdischen Anlagen und ich glaube, genau so einer sind wir gerade. Ich werde mal zu Hause schauen, ob ich da noch ein bisschen mehr rausfinden kann. So Leute, wir gehen mal runter, weil ich gehe davon aus, dass sie näher dort ist. Und in der Tat, hier sind die großen Schaltschränke. Ja, gehen wir mal rein. Ist zwar ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, ich komme so drüber. Ja Leute, hier ist jede Menge Schalttechnik drin. Natürlich zerstört von Leuten, die nichts heilen lassen können. Ja, es ist alles ausgeschlachtet. Und ja, gut. Es gibt solche Leute halt. Starkstrom-Sachen sind natürlich bei diesem ganzen Pack, sag ich mal, diesen primitiven Aasgängern hier ausgeschlachtet worden. Die Spuren sind auch weg. Es gibt eben Menschen, die nichts heilen lassen können. Die müssen es kaputt machen. Aber das ist halt der Bodensatz der Gesellschaft. Und unsere Aasgänger, das sind die Leute, die wir das verwerten. Ja. So, hier müsste die näher sein, die Netzersatzanlage, natürlich auch ausgeschlachtet.
Nee, das könnte das auch. Ja, hier ist ein Kompressor. Kein Motor, sondern ein Druckluftkompressor. Und hier ist ein Druckluftlager. Hier sind die Zylinder mit der Pressluft. Ja Leute, die große Druckluftanlage, den Zweck kenne ich jetzt nicht unbedingt. Hier ist so eine Menge Aufwand getrieben worden, jede Menge Pressluft bereitzustellen. Da müsste mal ein Bunkerexperte sagen, warum das halt gemacht wurde. Ich weiß nicht alles. Vielleicht auch, um Überdruck zu erzeugen. Hier ist jedenfalls eine ganz schön dicke Anlage für Druckluft. So, die fleißige Hausfrau putzt natürlich hier alles. Das ist ganz lieb von dir, Schatz. Und es ist wirklich ein schöner Kompressor. Das Thema Netzersatzanlage hat sich erübrigt. Die war mal hier. Und hier war der Kühler dafür für den Motor. Und die, ja, was für immer, Leitung. Auch hier Maschinenbetten, aber die sind, wie man sieht, ist hier nichts mehr. Hier standen die Dieselmotoren drin. Und hier war entsprechend ein Wärmetauscher für das Kühlwasser. Es durfte ja nichts direkt von draußen reinkommen, es musste alles getauscht werden. Und das sind ganz typische Wärmetauscher hier. Ja Leute, so, wir sind durch. Es ist schon stockfinster Nacht draußen und jetzt geht es mal wieder Richtung Auto. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen zeigen von den geliebten DDR-Bunkern. Bis demnächst, euer Kalter Krieger.